Seid ihr herzlich willkommen. Was passiert Monat Oktober? Das schauen wir an bei dieser Legung. Das ist eine allgemeine Orakel, aber es besteht die Möglichkeit dieser Monatslegung buchen. Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro. Mit vedischer Astrologie, wo wir dann betrachten astrologisch, was kommt Monat Oktober, dazu die Karten, beträgt mein Honorar 25 Euro bzw. 27,50. Wenn du eine Dame bist, dann erscheinst du hier im Bild. Dieser Mann symbolisiert die Männer oder dein Seelenpartner. Ihr seid in einer Linie. Du bist in seiner Nähe. Und das zeigt wirklich die Nähe und auch Vertrautheit. Und er schaut das Herz an, was euch auch verbindet. Und das ist natürlich die Liebe. Wenn du eine Dame bist, dann erscheinen diese Bilder in deinen Gedanken. Du möchtest etwas verändern. Vielleicht ändert sich deine Einstellung oder dein Aussehen oder verändert sich etwas in deiner Umgebung. Diese Veränderung kann auch im häuslichen Bereich sein, weil diese Karte ist in der Nähe von diesem Haus. Ein Umzug oder eine neue Einrichtung oder familiär ändert sich etwas. Dann sehen wir auch die Lilien und das zeigt Reinheit, reinen Gedanken, reinen Gefühlen oder du möchtest zu Hause etwas bereinigen. In seinen Gedanken erscheinen diese Bilder. Dieses Schiff zeigt die Hoffnung oder eine Reise. Kann auch Veränderungen sein oder Internetkontakten. Das Haus erscheint in seinen Gedanken, das bedeutet Immobilien, vielleicht im Ausland oder sein Zuhause oder kann auch dein Zuhause sein und er macht die Reise und möchte dich besuchen. Und hier sehen wir die Bewegung, die Fröhlichkeit und die Kommunikation. Und jetzt schauen wir an die einzelnen Wochen. Erste Woche, Monat Oktober, sehen wir hier. Erscheint eine falsche Person. Oder dieser Turm kann Amt sein oder eine rechtliche Lage und in dieser Umgebung liegt die Falschheit da. Aber das verändert sich. Weil die Mäuse sind in die Nähe und dort, wo die Mäuse sind, fressen etwas auf und dann ist das nicht mehr da. Die Mäuse entfernen diese Falschheit oder beenden diese ämtlichen Themen. Dann sehen wir hier Glück, weil die Sterne Glück bringen. Und hier sind die Verbindungen oder Verträge. Ein wichtiger Brief nähert sich auf dich zu, das ist schön und angenehm, kann auch eine Einladung sein oder bekommst du ein Geschenk. Hier liegt die Öffentlichkeit, die Anerkennung, die Veränderungen, die Bewegung, die Leichtigkeit und schönen Gesprächen. Zweite Woche, Monat Oktober, sehen wir hier, die Mäuse helfen. Entfernen falsche Gedanken, wie zum Beispiel, ach, das wird sowieso nichts. Entfernen negativen Gefühlen wie Angst oder entfernen Hindernissen und falschen Personen. Dieser Berg kann Berglandschaft auch sein, aber in diesem Zusammenhang zeigen diese Berge eher die Probleme und Hindernisse, aber die Mäuse entfernen das Räumen auf.
Du hast Wünsche, Träume, Sehnsüchte. Das wird hier sichtbar, weil die Sonne beleuchtet das. Und wirst du Glück haben, all das zu verwirklichen. Und Hund zeigt Freundeskreis, Bekanntenkreis. Das Kind würde ich dazu nehmen, Neuigkeiten oder neue Freundschaften. Dieser Kreuz zeigt dein Glauben oder Entscheidungen, weil du erreichst in dein Lebensweg diese Kreuzung und wirst du neu orientieren. Und hier kommen Veränderungen in dein Zuhause oder Familie und bereinigt sich etwas. Dritte Woche, Monat Oktober, sehen wir hier. Diese Schlange zeigt Wandlung, Transformation, aber kann eine Frau auch sein. Hier ist etwas undurchschaubar und entstehen auch Missverständnisse oder Streitigkeiten. Diese Frau ist offen mit dir zum Streiten. Das kann im beruflichen Umfeld sein, geht aber zum Ende. Auf jeden Fall, es ist für dich unangenehm und suchst einen Ausweg, eine Lösung. Vielleicht möchtest du dich beruflich verändern. Das gelingt dir auch, weil vor dir dieses Schiff zeigt die Hoffnung und kann auch eine Reise auch bedeuten. Letzte Woche, Monat Oktober, sehen wir hier, das Geld regnet rein. Aber diese Frau ist neugierig, wie viel Geld du hast und neidisch auf dich. Du hast aber die Kraft und die Stärke, dich zu behaupten und kommt Ordnung, Heilung in dein Leben mit Sicherheit. Kommen plötzliche unerwartete Ereignisse und jemand nähert sich zu dir. Diese Bewegung kann aber alles sein, was sich bewegt. Beruflich geht alles voran oder kommen Veränderungen oder bedeutet Sport oder Auto. Kannst mit Neuigkeiten rechnen und dieser Mann denkt an dich. Liegt die Hoffnung dabei, dass ihr Glück habt in der Liebe. Und das war dieser Monatsorakel. Wenn euch dieser Video gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr das liked und meinen Kanal abonniert. Vielen lieben Dank. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.